Na, ein Offizier auch noch. Wunderbar. Ja, ein bisschen, ein bisschen hässlich ist es schon. Keine Waffe. Es ist ein Mädchen. Ich sende dir ihr Bild. Hab es. Hey. Das ist die Kleine vom Fahrstuhl. Sie ist im Club Solar, aber du musst schnell machen. Die Söldner sind auf dem Weg zu ihr. Bin dran. Das klang aber mehr als saftig. Oh Mann. Noch jemand ohne Fahrschein, komm. Der nächste. Wunderbar, hat gut funktioniert. So, ich glaube, das war's. Oder auch nicht. Gucken wir mal hier rum. Gehen wir mal hier hinten durch. Oh, ins Genick. Genickschuss, super Genickschuss. Ich glaube, das war's. Boah, ich bin so ein fieser Möb. Werf dir einfach mit Handgranaten. Aufteilen! Mit dem Aufzug ins obere Stockwerk! Verstanden. Ich treffe mich mit Harper. Komm, Cosby! Nee, Salazar. Ich glaube, es war Salazar, ne? Der... Chloe! Afroamerikaner war Salazar. Chloe, Sie müssen sofort mitkommen! Wer sind Sie? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin Mike Harper. Ich bin ein Navy SEAL. Vertrau diesem Gesicht! Hey, hören Sie zu! Ihr Leben ist in Gefahr! Terroristen sind vertrau diesem Gesicht! Terroristen? Wovon reden Sie? Chloe, die kommen von Raúl Menéndez. Oh je. Schütze sie, Harper, wir sind unterwegs. Hey, warum muss er nicht in der Schlange warten? Weil ich wichtig bin. Ist er ein VIP. Ach Mann, da sind doch jede Menge Weiber drin. Die ganzen Mädels. Ich meine, ich würde sagen, der Frauenüberschuss ist jetzt nicht so immens hoch, oder? Nee. Aber vielleicht ist das ja ein ganz besonderer Schönling. Dann wird's Harper, wo bist du? Wir sind auf der Tanzfläche. Bin unterwegs. Wollen wir uns nochmal umrennen lassen? Section, ich bin auf dem Balkon des Clubs in Position. Schöne Beine. Super. Also, hier nochmal meine Anmerkung, keine Musik. Das liegt nicht daran, dass das Spiel kaputt ist, sondern lediglich, dass ich die Musik ausgestellt habe. Um... da gegebenen Problemen entgegenzutreten. Da ist Deutschland ja ein wenig wir schwierig. Wir müssen jetzt gehen, Chloe! Section! Mindestens 10 Söldner! Sie nehmen Geiseln! DeFalco! Chloe Lynch! Er hat Geiseln, Chloe. Nicht feuern! Ach, ich finde das so eklig! Und ja, es sind definitiv Unterschiede. Das letzte Mal habe ich darauf geachtet, sie hatte ein gelbes Teil. So viele Geiseln. Sekunden, Chloe! Eins, zwei... Nein! Hey, du hättest noch 3 Sekunden gehabt. Nicht weg hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Töten wir diesen kranken Penner. Ich bitte darum. Links, links. Ja, ist klar. Unterwegs. Wir gehen durch die Haupttür raus. Ich krieg so viel hier um die Ohren gefeuert. Letzter. Ist doch kacke. Los, los! Boah, wie viel halten die denn aus? Das gibt's doch gar nicht. Der Falco hat Karma, wir verfolgen sie. Wir müssen ihre Bewegungen orten, Farid. Wir können sie nicht vom Schiff lassen. Sie hinterher. Und?
Oh nein, jetzt müssen wir aber hier irgendwie Panik schieben. Sicherheitskameras ein. Ich rede übrigens jetzt die ganze Zeit wegen der Musik. Ja. Da bin ich relativ gnadenlos. Muss ja sein, ne? Wie gesagt. Wobei. Seine Söldner. Übrigens auch einer der Erfolge, 5 Leute, die beim Helikopter gerade aussteigen, quasi in der Luft noch abfangen, also bevor sie den Boden erreichen, erschießen. Auch einer der Erfolge oder der Herausforderungen hier in dieser Mission, den ich übrigens noch nicht geschafft habe. Man könnte da mal einen Fokus drauf setzen. Ja, aber was ich auch noch nicht geschafft habe, gute Überraschung, ist der 100% Überlebensdingens. Naja. So, wunderbar, wir wissen, wo der Falco ist. Beim Natrium? Hat er Natrium oder Natron? Was ist hier los? Was auch immer. Nee, Natron war das, was man trinkt, ne? Oder ich. Hören Sie, Sie müssen die Waffenkammer öffnen, um Ihre Leute zu bewaffnen. Beides. Mist. Hey, Konzentration. Okay. Beim Atrium. Okay. Atrium, glaube ich, heißt das dann, nicht Natrium. Diese Waffenkammer. Ja, du bist ein ganz cooler Hecht. Was ist passiert? Der Falco hat vor dem Nachtclub eine Bombe gezündet. Er hat das Mädchen. Gib uns Zugriff auf die Kameras auf diesem Deck. Er ist im Einkaufszentrum. Dann los! Sie wollen diese Kamera aber unbedingt. Farid, DeFalco sprengt das Schiff! Ist der Hurensohn noch an Bord? Ich bin nicht sicher, ich sehe nichts. Wir müssen diesen Bastard DeFalco schnappen. Okay. Wo ist er? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich kriege euch alle. Bis auf eine Alarmanlage sehe ich hier relativ wenig. Oh, da ist ein Verdächtiger. Wo zum Teufel ist der? So, wir müssen weiter. Dann gibt es nichts. Weiter, bevor DeFalco entkommt! Ja, ich tue ja mein Bestes. Was soll ich denn machen? Ich kann ja nicht zaubern, oder? Oh, das war gut. Gute Rakete, Kollege. Hier müsste noch einer sein. Nein, hier ist keiner mehr. Oh! Habt ihr es gesehen? Ich hab... Oh je, ich hab Harper erwischt. Ja gut, mit dem neuen Gesicht kann er das vertragen. Scheiß Penner macht mich echt krank. Farid, du musst Falcos Zünder stören! Ich arbeite dran! Achso, ich muss jetzt irgendwie hier den Dingens erst noch tüddeln, ne? Hier, diesen kleinen Roboter. Na, wie ist es? Kannst du eine AGD-Einheit bei Station 55 hacken? Station 55! 55, hab sie! Setze Parameter. ID-Bewachung und Schutz. Öffnen! Buster heißt übrigens auch dieser Crash-Test-Dummy von den Mythbustern. Wer es noch nicht gesehen hat, ist eigentlich eine ziemlich coole Serie. Ich weiß gar nicht, ob und wo sie momentan läuft. Los jetzt, Leute, raus hier! Ich habe vor Jahr und Tag gesehen. Das ist so amerikanisch... also wird Wissenschaft auf amerikanisch so ein bisschen getrimmt erklärt. Sind jetzt zur Terroristenabwehr bereit. Die Sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes Personal als feindlich. Gilt das auch für den... Nein! Was war das denn jetzt schon wieder? Ach nö! Wieso können diese kleinen Viecher ganz plötzlich Raketen schießen? Das ist doch kacke. Ich war so nah dran an 100% Überleben. Die Sicherheitssysteme erkennen bewaffnetes Personal als feindlich. Gilt das auch für den Feind? Ohne Ausnahme. Wenigstens nicht nur schlechte Nachrichten. Er entkommt uns! Da wären sie übrigens gewesen.
das Handy! Drop das Signal! Okay, bin dabei! Schiff Action! Will die weg. Ich muss hier weiter. Ah, DeFalco, ich krieg dich. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube. Na, wunderbar. Ich weiß übrigens nicht, ob man ihn irgendwie K.O. schlagen kann oder so. Das wäre natürlich eine coole Maßnahme. Wo ist er? Licht aus, Penner! Ist er tot, oder? Ich glaube, er ist tot. Verdammt! Sir, hilf mir mal mit dem Müll! Oder? Also werden Menendez' Pläne mit Cellerium ohne ihr Fachwissen nicht aufgehen. Ach, scheiße. Es würde ihn aufhalten. Es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Er kriegt, was er will. Glauben Sie mir. Vielleicht hätte es dafür den Elektrohandschuh gebraucht. Man weiß es nicht. Wir werden es vielleicht erfahren, wenn ich Lust habe, das Ganze nochmal zu spielen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag. Bis denn, euer Frodo.